Seit gestern ist der Euro im freien Fall. Aber warum eigentlich seit gestern? Was hat sich denn im Vergleich zur letzten Woche geändert? Wir wissen, dass die EZB nicht wirklich auf die Inflation reagiert, zumindest viel weniger als die amerikanische Notenbank Fed, was den Euro im Vergleich zum Dollar normalerweise ja schwächt. Aber der Euro ist im Vergleich zum Dollar nicht wirklich abgestürzt, wurde latent schwächer, aber ist eben nicht abgestürzt. Wir wissen also auf der anderen Seite, dass durch Putins Krieg in der Ukraine natürlich Europa der große Leidtragende ist, sehr vulnerabel ist, weil man eben sehr abhängig ist von russischer Energie, viel mehr etwa als die USA oder andere Kontinente. Also all das waren ja bekannte Faktoren, haben aber nicht dazu geführt, dass der Euro plötzlich eine solche Abwärtsdynamik nach unten entwickelt und plötzlich ist alles anders. Warum ist alles anders? In diesem Video versuche ich zu zeigen und vertrete die These, dass der Euro derzeit abstürzt, weil internationale Investoren, vor allem amerikanische Investoren, erkannt haben, dass das deutsche Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert und deswegen die Reißleine ziehen, deswegen sich aus dem Euro verabschieden. Warum? Weil Deutschland aus Sicht dieser internationalen Investoren sowohl einerseits der Garant des Euros ist, praktisch ja für alle anderen mit haftend, zweitens eben das Economic Powerhouse ist, wie die Angelsachsen sagen, also praktisch das ökonomische Kraftzentrum. Und wenn dieses Kraftzentrum ein Problem hat, und dann haben wir die Situation, dass wir ja einige andere Problemkinder in dieser Eurozone haben, und wenn dann sozusagen der Musterknabe anfängt zu schwächeln, dann ist es Zeit, sich zu verabschieden aus der Gemeinschaftswährung. Diese Überlegung ist durchaus nachvollziehbar und die scheint mir, dafür gibt es eine gewisse Evidenz, aber natürlich keinen Beweis, eben vor allem durch amerikanische Investoren angestellt worden zu sein. Aber eins nach dem anderen, meine Damen und Herren, der Abverkauf begann gestern ziemlich Punkt 9 Uhr, also mit der Börseneröffnung am Dienstag, mit Öffnung der Aktienbörsen etc. Der Devisenhandel ist ja 24 Stunden von Montag bis Freitag. Also eigentlich erstaunlich, dass das dann direkt mit Börseneröffnung passiert der Aktienmärkte. Scheint ein etwas seltsamer Zusammenhang zu sein. Erinnern wir uns, am Montag, 4. Juli, war Feiertag. Das heißt, die Amerikaner waren nicht aktiv. Dann plötzlich am Dienstag 9 Uhr beginnt der Euro abzustürzen. Warum ist das passiert? Wir schauen uns mal dann die weitere Talfahrt an, die jetzt heute sich fortsetzt. Der Euro fällt auch unter die Marke von 1,02. Es geht also immer weiter nach unten in Richtung Parität. Und dieser Fall, der betrifft nicht nur den Dollar. Oder wir haben zwar eine Dollarstärke derzeit, überhaupt keine Frage, aber schauen wir uns mal heute an. Und das ist ein Schema, das gestern schon der Fall war. Der Euro verliert gegenüber dem Yen, ja auch nicht gerade die Sahnewährung angesichts der Politik der Bank of Japan, die sich ähnlich ignorant verhält wie die EZB. Der Euro verliert wieder gegen den Franken. Der Euro verliert sogar gegen das britische Pfund, das ja mit einigen politischen Turbulenzen zu kämpfen hat, unter Boris Johnson, und natürlich auch wieder gegenüber dem Dollar. 1,0170 um und bei sind wir derzeit. Am Montag bzw. Dienstag ganz früh waren wir noch so im Bereich 1,04 und einige zerquetschte. Also es geht für den Euro auf breiter Front nach unten, das deutet darauf hin, dass das jetzt nicht nur Dollarstärke ist, die dann eben auch den Euro schlecht aussehen lässt, sondern es ist eine ausgemachte Euro-Schwäche, die da passiert. Und jetzt schauen wir uns mal den Zeitpunkt des Abverkaufs an. Wie gesagt, Dienstag 9 Uhr mit Eröffnung der Aktienbörsen in Europa. Bums, plötzlich ein riesiger Schlag nach unten. Man fragt sich, was ist da passiert? Wer hat da die Reißleine gezogen? Da müssen gigantische Volumina plötzlich in den Markt gekommen sein, damit wirklich eine so heftige Bewegung von 1,440 etwa, die dann ganz schnell runter ist, zunächst mal auf 1,03, und dann geht es ja heute dann eben noch weiter runter bis auf 1,0160 um und bei. Wer hat da die Reißleine gezogen? Was ist da passiert? Erinnern wir uns, gestern wurde die deutsche Handelsbilanz veröffentlicht, und zwar um 8 Uhr morgens. Nicht gestern, sondern am Montag, also an dem Tag, als die Amerikaner Feiertag hatten. Und das hat durchaus ein internationales Echo hervorgerufen, denn diese Handelsbilanz Deutschlands war das erste Mal negativ seit dem Jahr 1991. Aber warum war sie negativ? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir sehen, dass also die
angelsächsischen Medien zunächst mal hier sagen, ja, das deutsche Economic Model is collapsing, also das deutsche Geschäftsmodell, das kollabiert. Jerome Blockland, wie viele andere im Ausland, der sagt, the war broke Germany's business model. Also da ist etwas kaputt gegangen. Worauf basierte denn dieses deutsche Geschäftsmodell? Könnte man in einfachen Worten sagen, beziehe billige Energie aus Russland und verkaufe, produziere damit Waren und verkaufe diese Waren dann ins Ausland und mach damit Gewinn und mach damit permanente Überschüsse bei deinen Exporten gegenüber den Importen. Aber jetzt hat sich plötzlich was geändert. Plötzlich sind die Importe höher als die Exporte Deutschlands, damit die Handelsbilanz negativ. Und warum ist das der Fall? Das schauen wir uns mal hier an. Es ist vor allem, hat sich etwas geändert in der Handelsbilanz Deutschlands mit den USA. Denn Deutschland versucht jetzt russische Energie zu ersetzen durch amerikanische Energie. Dementsprechend ist plötzlich da etwas substanziell Entscheidendes passiert. Nämlich Deutschland wechselt, wenn man so will, von der Energieabhängigkeit Russlands in die Energieabhängigkeit von den USA, von denen wir sowieso in Sachen Sicherheitspolitik, Verteidigung ja schon seit Jahrzehnten abhängig sind, von denen wir durch Marshallplan etc. überhaupt wieder auf die Füße kommen konnten, mit dem Preis allerdings einer, naja, sagen wir mal, etwas wenig selbstbewussten Haltung. Man versteckt sich immer unter dem Rock der Amerikaner. So hat man es jahrzehntelang gemacht in Deutschland. Man war wirtschaftlich stark, aber wenn es außenpolitisch um irgendwas ging, dann hat man sich immer weggeduckt und gesagt, guckst du, wir haben den Zweiten Weltkrieg verloren und haben den Holocaust verübt, deswegen müssen wir uns da zurückhalten. Jetzt aber wird diese Abhängigkeit von den USA eben noch krasser, weil wir jetzt eben auch in Sachen Energie immer abhängiger werden von den USA, weil wir nachvollziehbarerweise auch von den Russen immer unabhängiger werden wollen in Sachen Energie. Aber da ist schon das nächste Problem, man wechselt sozusagen von einer Energieabhängigkeit in die nächste. Das ist in etwa so wie Leute, vielleicht kennen Sie die, die von einer Beziehung sofort immer in die andere wechseln, nie wirklich mal auch alleine sind und über sich selbst nachdenken, sondern immer sofort die nächste Bindung eingehen, um möglichst sich nicht selbst konfrontieren zu müssen. Und so ist das ein bisschen mit Deutschland auch. Klar, wir können diese Energie schwer selbst produzieren, doch wir könnten es, wenn wir ein bisschen mal umdenken würden. Es gäbe da schon verschiedene Möglichkeiten, etwa Fracking im Bereich Niedersachsen. Da könnte Deutschland, wenn man es denn wirklich wollte, mit dieser durchaus schmutzigen, umweltschmutzigen Technologie durchaus mehr oder weniger autark werden, aber will man eben nicht. Und daher sagt man, okay, wir wurschteln uns erstmal durch und hoffen dann, dass wir mit den alternativen Energien irgendwie wieder auf die eigenen Füße kommen, eben mit Solar, mit Wind, es dann schaffen, praktisch aus diesen Abhängigkeiten zu entkommen. Jetzt schauen wir uns hier mal an diese billige Energie aus Russland. Die ist teurer geworden, weil der Ölpreis und weil der Gaspreis massiv gestiegen ist. Hier sehen wir mal etwa die Energiebilanz. Rot hier der Eurozone war noch nie so negativ wie jetzt. Das heißt, wir haben ein immenses Defizit in Sachen Energie. Mit anderen Waren sind wir lange Zeit und sind wir nach wie vor, also alles, was mit Nicht-Energie zu tun hat, sind wir Netto-Exporteure und nicht Netto-Importeure in der Eurozone. Aber diese Energie, die zieht unsere Handelsbilanz, nicht nur die deutsche, sondern die europäische oder die Handelsbilanz der Eurozone insgesamt eben ins Negative. Und damit ist eben in Frage gestellt, ob dieses deutsche Geschäftsmodell, das immer für Handelsbilanzüberschüsse gesorgt hat, das damit auch den Euro gestützt hat, zumal die Deutschen ja praktisch eine implizite Haftungsgarantie gegeben haben, dass sie für alles gerade stehen, was in der Eurozone letztendlich dann schiefläuft. Erinnern wir uns 2012, Griechenland, Eurokrise, bis dann Mario Draghi kommen musste und sagte, wir werden den Euro retten and believe me, it will be enough. Klare Drohung, die Märkte haben auf diese Drohung reagiert, weil eben Mario Draghi eine gewisse Autorität hatte und die Mechanismen der Finanzmärkte als Ex-Banker sehr gut verstanden hat. Das ist etwas anders jetzt als bei Madame Lagarde. Der hat man nicht so, bei der hat man nicht wirklich das Gefühl, dass sie die Fäden in der Hand hat, dass sie diese Power hat, dieses Verständnis hatte für die Mechanismen der Märkte, wie etwa bei Mario Draghi. Und schauen wir uns jetzt mal die aktuelle Entwicklung an. Wir haben heute wieder ein neues Allzeithoch bei dem One Year Forward Electricity Contract in Deutschland. Also
Strompreis, der an der Börse gehandelt wird, als Future. Und da ist heute, wie gesagt, ein neues Allzeithoch erreicht worden. Also die Voraussetzungen für Deutschlands Geschäftsmodell werden nicht gerade besser, zumal wir ja jetzt schon die höchsten Stromkosten haben, weswegen viele Unternehmen, die in Deutschland bisher produziert haben, sich da verabschieden, weil sie sagen, rechnet sich nicht mehr. Nordex, viele andere, die jetzt die Reißleine ziehen müssen mit der CO2-Abgabe, die noch oben drauf kommt. Und auch in Sachen Gas zunächst mal gute Nachrichten heute, weil Norwegen interveniert hat bei Streiks von Mitarbeitern eben im Bereich Gas. Da hat Norwegen gesagt, nee, ist nicht. Streiks müssen jetzt aufhören. In Deutschland fast undenkbar, dass eine Regierung sagt, so, setzt euch an einen Tisch. Und zwar zacko, denn es geht hier sozusagen um alles. Es geht um die Energiesicherheit ganz Europas. Also hat Norwegen interveniert. Der Gaspreis zunächst gefallen. Aber wenn Sie jetzt hier unten mal gucken, das ist der maßgebliche Gaskontrakt, Dutch TTF Gas Futures, August-Kontrakt hier, also der nächstliegende, jetzt doch wieder ein Anstieg von 5,7%. Also auch der Gaspreis steigt weiter und verstärkt damit das Dilemma. Dazu kommt noch, dass wir jetzt hier in der Eurozone ja eine Notenbank haben, die sich vorwiegend um diese sogenannte Fragmentierung kümmert. Weniger um die Inflation, aber um die Renditedifferenzen etwa zwischen italienischen, spanischen, griechischen und deutschen Anleihen. Und jetzt da überall sonst sich die Notenbanken eigentlich als Manipulatoren der Märkte verabschieden, etwa die Fed, die sogar sagt, wir reduzieren unsere Bilanzsumme, die also letztendlich ihren Put, ihre Absicherung unter die Märkte aufgegeben hat, sind wir praktisch mit den Japanern die einzigen, die aktiv noch den Anleihenmarkt manipulieren wollen. In dem Fall, indem man eben etwa italienische, spanische und griechische Anleihen kauft und dafür deutsche Anleihen verkauft. Und auch das ist natürlich etwas, was jetzt unangenehm auffällt im internationalen Kontext, dass wir also weiterhin sozusagen an einem Modell festhalten, das eigentlich nicht mehr tragfähig ist. Und hier auch wieder mal ein Vertrauensverlust in die EZB der Fall ist. Deutschland also eigentlich ja das Economic Powerhouse. Es gibt noch ein paar andere solide Staaten, etwa die Holländer, aber die haben derzeit ihre eigenen Probleme, fast schon einen Bauernaufstand, könnte man sagen, massive Proteste. Warum? Weil ein holländisches Gericht entschieden hat, dass die Stickstoffkonzentration in den Böden maßgeblich sinken muss. Dazu, was würde bedeuten, dass etwa 30% der Bauern, der Viehbauern genauer gesagt, ihre Existenz verlieren könnten und dürften. Und die Bauern haben in Holland sehr viel Unterstützung durch die Bevölkerung. Die Viehhaltung ist dort ausgeprägter als etwa in Deutschland. Und dementsprechend geht es da richtig zur Sache. Gestern ja Schüsse gefallen, teilweise durch die Polizei. Da sind sehr unschöne Dinge passiert. Also Niederlande auch in Aufruhr, könnte man sagen. Also die wenigen Soliden, die es in der Eurozone noch gab, die haben jetzt riesige Probleme. Deutschland mit einem derzeit kaputtgehenden Geschäftsmodell. Die Niederländer ähnlich gelagert, nur mit inneren Konflikten, die vielleicht in Deutschland auch noch kommen, wenn hier die Zeiten ein bisschen härter werden und Putin kein Gas mehr liefert, dann bin ich mal gespannt, wie hier die politische Entwicklung ist, was da dann an Spannungen innerhalb der Gesellschaft entsteht. Und was macht die EZB dagegen? Nun, sie hat heute einen Tweet abgesetzt. Es geht um einen Brief von Madame Lagarde an ein Mitglied des Europäischen Parlaments, nämlich Ville Niinistö, heißt der gute Mann, oder ja, der gute Mann, es ist ein Mann. Und da hat sie wieder mal gesagt, also wie engagiert die EZB in Sachen Climate Change ist, in Sachen also Klimawandel, unsere oberste Klimabehörde EZB als Notenbank, das ist derzeit inzwischen schon ein bisschen Realität. Also statt irgendwie etwas zur Euro-Schwäche zu sagen, zu dem Misstrauensvotum, das dadurch zum Ausdruck kommt gegenüber der Gemeinschaftswährung, anstatt irgendwie mal in letzter Zeit etwas zur Inflation zu sagen, geht es heute mal wieder nur um den Klimawandel bei der EZB. Und da sagen sich die einen oder anderen, naja, die haben sie nicht mehr alle, das ist für mich kein Investment mehr in diesem Währungsraum, und dementsprechend sehen wir auch, dass da die Reißleine gezogen wird. Jetzt haben wir hier ja angesprochen schon Madame Lagarde, die ja, wie wir alle wissen, verurteilt worden ist und dann aber nur eine Bewährungsstrafe bekommen hat. Es ging damals um
Eine Geschichte mit Bernard Tapie, ehemaliger Besitzer von Olympique Marseille. Vielleicht die Fußballfreunde werden das noch erinnern. Jedenfalls wurde Monsieur Tapie dann eine Schadensersatzsumme von 400 Millionen Euro zugesprochen und Madame Lagarde hat keinen Einspruch dagegen eingelegt. Das war fahrlässig, da hat ein Pariser Gericht geurteilt und hat sie dann eben auch verurteilt, allerdings zur Bewährung. Und das Interessante ist, damals die Begründung, das Urteil wurde, dass es nicht also eine physische Haft gab, wurde begründet mit der Persönlichkeit Lagardes, ihrem internationalen Ansehen und der Tatsache, dass Lagarde 2007 und 2008 als damalige Finanzministerin Frankreichs mit der Finanz- und Wirtschaftskrise sehr beschäftigt gewesen sei. Ich habe eigentlich gelernt, dass die Justiz urteilt unabhängig vom Ansehen der Person und da sehen wir ja auch schon Justitia, die römische Gerechtigkeitsgöttin, die hat ja verbundene Augen, was eben dieses unabhängig vom Ansehen der Person symbolisieren soll. Was das Problem damals war bei Frau Lagarde, ist, dass es offenkundig Verbindungen zwischen Tapie und zum Beispiel ihrem früheren damaligen Büroleiter gab. Das heißt, es gab den Vorwurf, dass da gekungelt wurde, dass da also praktisch kein Einspruch erhoben wurde, weil man sich ja irgendwie erkannte und praktisch hier Veruntreuung von Steuergeldern, das war der Vorwurf, der damals im Raum stand. Was ich damit sagen will, ist, dass Frau Lagarde ja eigentlich eine Politikerin ist mit einer bestimmten Agenda, die eigentlich ja verurteilt ist und dadurch schon mal etwa Privilegien genießt gegenüber vielen, vielen anderen Menschen, die, wenn sie vorbestraft wären, bestimmte Positionen nicht mehr bekommen würden. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, was eigentlich die politische Unabhängigkeit der Notenbank, der EZB betrifft, dann sehen wir, dass der ehemalige Notenbankchef, der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi jetzt italienischer Ministerpräsident ist, also Politiker, während eine ehemalige Politikerin, nämlich Frau Lagarde, jetzt Chefin der EZB ist. All das deutet darauf hin, dass die Trennung zwischen Notenbank und Politik hier überhaupt nicht der Fall ist, obwohl eigentlich ja die EZB laut Maastricht-Vertrag unabhängig sein sollte von jeglicher Politik, so etwa wie die Bundesbank, aber dass die EZB nicht agiert und nicht gestrickt ist wie die Bundesbank, sollte, glaube ich, jetzt inzwischen jedem klar geworden sein. Kommen wir jetzt nochmal zu den Auswirkungen auf den DAX des gestrigen Euro-Crashes, der sich, wie gesagt, heute fortsetzt oder des Abverkaufs oder wie auch immer man es sehen will. Und wir sehen, der DAX hat gestern, also am Dienstag, nach Handelseröffnung noch so ein bisschen rumgezuckt und dann hat der DAX mehr oder weniger das nachvollzogen, was der Euro gemacht hat. Das spricht nach meiner Auffassung dafür, dass die Amerikaner, die am Montag ja Feiertag hatten, am Dienstag aufgewacht sind und erstmal gesehen haben, bups, deutsches Geschäftsmodell, Handelsbilanz funktioniert nicht mehr und dann erstmal die Reißleine gezogen haben, offenkundig bei verschiedenen Investments, auch bei Aktien, auch am Aktienmarkt, denn wenn wir uns mal anschauen, wem gehört eigentlich der DAX, wer hat da die dicksten Anteile dran, dann sehen wir BlackRock alleine 10% beim DAX oder bei den verschiedenen DAX-Unternehmen, auch natürlich durch ETFs, passiv, aber man ist durchaus eben auch aktiv dabei. Dann kommt an zweiter Stelle auch USA, Vanguard, wenngleich nur passiv, also nur durch ETFs. Dann haben wir Norges Bank, das ist praktisch die Vermögensverwaltung der Norweger und wir haben aber auch State Street wieder auch mit ETFs, wir haben Capital Group Active, also praktisch an Nummer 7 wieder ein Aktiver, der also wirklich ganz aktiv handelt und FMR dann an 9. Stelle, also unter den ersten, unter den 10 größten DAX-Eignern, wenn man so will, unter den 10 größten Eignern der DAX-Konzerne sind 5 Amerikaner, richtig. Zwar auch über ETFs, aber die Amerikaner spielen hier eine entscheidende Rolle und mir scheint, dass die am Dienstag aufgewacht sind, auch ihre Leute natürlich hier in Europa haben und sich gesagt haben, so, wir müssen jetzt die Reißleine ziehen, das ganze Ding wird uns ein bisschen zu heiß. Und kommen wir jetzt nochmal zu dem Geschehen hier in Europa in Sachen Energie. Das ist ja die große Achillesferse letztendlich der Europäer. Nicht nur der Deutschen, aber der Deutschen eben speziell. Hier sehen wir, dass jetzt eben das Europaparlament beschlossen hat, das, was eigentlich sich schon abgezeichnet hat, dass Gas und Atomkraft
jetzt aufgrund der neuen Taxonomiebestimmungen praktisch nachhaltige Energien sind, das heißt tendenziell gefördert werden. Die Briten übrigens werden morgen etwas vorlegen, wo sie dann wahrscheinlich auch den geplanten Ausstieg aus der Kohle erstmal praktisch fallen lassen. Also ist ein großer Trend, dass man jetzt aufgrund der Not ebenso langsam umsteuert. Frankreich ist sogar so weit jetzt mit EDF praktisch den größten Energiekonzern komplett zu verstaatlichen. Vorher hatte man schon, glaube ich, 83%, jetzt holt man sich den Rest auch noch rein, weil hier Borne gesagt hat, der Ministerpräsident, wir müssen für alle Szenarios uns vorbereiten, auch für die schwierigsten. Auch Frankreich wäre stark betroffen, wenn Russland kein Gas mehr liefert. Also verstaatlicht man gleich den größten Energiekonzern, so wie wir das ähnlich etwa jetzt bei Uniper machen, die ja ganz stark abhängig sind von russischem Gas bisher und dementsprechend auch für uns sehr, sehr relevant sind. Insgesamt wird jetzt am 26. Juli auf EU-Ebene durch die Energieminister diskutiert, wie man es denn mit den Notfallgasplänen halten will. Sie erinnern sich vielleicht, ich hatte einst gesagt, dass in Deutschland ja praktisch die größten Gasspeicher Westeuropas sind, aber Deutschland müsste gemäß Verträgen, wenn die anderen in Not sind, eben auch Gas liefern. Solidarität, das könnte bedeuten, dass eben damit in Österreich, in Polen, keine Ahnung wo, Heizungen laufen, möglicherweise deutsche Industriebetriebe abgeschaltet werden müssen. Das könnten ganz heiße Diskussionen werden, die dann entbrennen. Heute haben dann die USA und die europäischen Verbündeten schon mal jetzt wohl konkreter gemacht, dass man den Preisdeckel bei russischem Öl bei 40 bis 60 Dollar wohl ansetzen will. Also drüber gibt es nicht. Das ist die Frage, ob die Russen uns dann auch noch Öl verkaufen wollen, wenn es eben nur diese 40 bis 60 Dollar gibt. Also wir sehen, da tut sich was. Diese Energieabhängigkeit, das ist das zentrale Problem, das wir haben. Das ist auch das zentrale Problem, warum das deutsche Geschäftsmodell, billige Energie einzukaufen und dann teure Waren zu verkaufen, nicht mehr funktioniert. Weswegen die internationalen, vor allem amerikanischen Investoren, misstrauischer geworden sind. Und die allgemeinen Investoren werden heute sehr genau hinschauen. 20 Uhr FOMC-Sitzungsprotokoll bei finanzmarktwelt.de werde ich das abbilden. Was sind die wichtigsten Aussagen? Wie reagieren die Märkte etc.? Was bedeutet das alles? Und abschließend noch zwei Hinweise auf Artikel, meine Damen und Herren. Viele fragen sich ja, warum ist Gold auch im freien Fall? Starker Dollar lässt Goldpreis abstürzen. Geht es weiter abwärts? Schauen Sie sich das mal an. Interessante Analyse auch, was da zu erwarten ist, wo wichtige Bereiche liegen, die nicht brechen sollten. Und was uns alle angeht, ist die Reform der Krankenkassenbeiträge. Die sollen ja auf ein neues Allzeithoch steigen, hat Karl Lauterbach verkündet. Und da sind Experten nicht wirklich begeistert, denn das würde auch die Kosten natürlich für die Konsumenten, aber auch für die Unternehmen natürlich nochmal weiter nach oben treiben und damit die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands natürlich noch weiter verschlechtern. Also zwei Artikel, meine Damen und Herren, 20 Uhr FOMC-Protokoll und standardmäßig teilen Sie dieses Video, teilen Sie alle Artikel von finanzmarktwelt.de. Wir sehen uns um 20 Uhr. Ich sage Servus und Ciao.